Moin Leute, ich bin's, euer Ingo. Nee, natürlich nicht. Der hat nämlich Urlaub, hat aber seinen Text schön hier gelassen. Deswegen steige ich jetzt mal ein. Also, was steht hier? Die Sonne scheint und es ist Zeit für Sommerurlaub. So wie bei Ingo. Man könnte jetzt in irgendwelche exotischen Länder jetten. No, of course not. Oder was wirklich Sinnvolles machen. Zocken zum Beispiel. An euren Computern Bedeutendes leisten. Welche Spiele sich im August dafür eignen, haben wir mal für euch zusammengetragen. Kandidat Nummer 1, Age of Wonders Planetfall. Im neuesten Teil der Reihe wird Sci-Fi statt Fantasy serviert. Das klassische Rundenstrategierezept bleibt aber im Kern unberührt. Ihr übernehmt eins von 6 verschiedenen Völkern, die nach dem Zusammenbruch eines riesigen Imperiums um die Vorherrschaft in der Galaxie kämpfen. Außerdem wählt man am Anfang des Spiels einen Kommandanten aus, den man individuell gestalten darf und der euch als mächtige Heldeneinheit durch das Spiel begleitet. Die Komplexität des Ganzen könnte Neulinge abschrecken. Genre-Profis schnalzen dafür mit der Zunge. Der mittlerweile 5. Teil wird übrigens der erste sein, der auch für Konsole erscheint. Huiuiuiuiuiui. Beim Koop-Shooter Remnant from the Ashes seid ihr die letzte Bastion der Menschheit, die sich gegen die Saat zur Wehr setzen muss. Dabei handelt es sich um eine unbekannte Macht, die von Welt zu Welt zieht, Monstermassen heraufbeschwört und den Planeten zerstört. Ist ja mal was ganz Neues. No human is safe. Everyone will become a target. Trotz der semi-innovativen Story sieht das neue Ding der Darksiders 3-Macher durchaus lecker aus. Mit einer bedrückenden Endzeit-Atmosphäre, nettem Monster-Design, Survival-Aspekten und Basenmanagement kann man halt fast nichts falsch machen. Man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden. Denn manchmal ist ja gutes Rad teuer. Ich zum Beispiel spare gerade für einen dritten Rückspiegel am Bonanza-Rad. Aber kommt Zeit, kommt Rad. Oh Gott, wer hat denn diese Scheißkeks hier... Micha, mach du mal weiter hier, das ist mir echt zu oll. Ja, okay, ich find's auch nicht lustiger, aber naja. zum Beispiel der neue Roguelike-Prügler von Entwickler Double Fine. Hier kämpft ihr euch durch eine postapokalyptische Welt mit 80s-Charme und Comic-Look. Der Clou? Der Protagonist von Red kann auf diverse Arten mutieren und dadurch Feinde auf verschiedenste Arten filetieren. Wirkt auf den ersten Blick ganz spaßig. Ob das Feature auf Dauer überzeugen kann, können wir momentan nur raten. Alter. Und dann erscheint noch Control. Das ist der neue Mystery-Shooter der Max Payne-Macher. Mit Jesse Faden spielt er die Direktorin des Federal Bureau of Control, welches nur dafür gegründet wurde, das sogenannte Oldest House im Auge zu behalten. Das wurde 1964 in den U-Bahn-Tunneln New Yorks entdeckt und ich sag mal, da drin stimmt was nicht. Die Regeln der Physik scheinen hier nicht zu gelten. Und die Architektur verändert sich ständig. Außerdem scheint das obskure Hochhaus, das von drinnen sogar noch größer ist, mehrere Dimensionen zu beheimaten. Als wäre das nicht schon mysteriös genug, übernimmt eine bösartige Macht namens The Hiss das Haus und verwandelt alle Mitarbeiter in bizarre Monster. Um denen beim Ableben behilflich zu sein, steht Jesse zunächst nur die sogenannte Bureau Gun zur Verfügung. Die alleine bietet schon ziemlich abgefahrene Meuchelmöglichkeiten. Im Laufe des Spiels könnt ihr eure Fähigkeiten aber noch weiter ausbauen. Von Telekinese bis Gedankenkontrolle sollte für jeden Freund paranormaler Scharmützel was dabei sein. So, wir bleiben übersinnlich und machen weiter mit Blair... Nee, kein Bock mehr. Komm hier, Chris, mach du mal Blair Witch. Blair Witch, alles klar. Das Horror-Adventure ist zwar im selben Universum wie die Filme angesiedelt, sprich im Wald, hat aber ansonsten nichts damit am Hut. Der ehemalige Polizist Alice begibt sich in den berüchtigten Black Hills Forest, um dort nach einem verschwundenen Jungen zu suchen und wird dort schnell vom Jäger zum Gejagten. Im Gegensatz zu früheren Spielen von Bluber Team oder wie heißen die? Im Gegensatz zu früheren Spielen von Bluber Team, wie zum Beispiel Layers of Fear oder Observer, könnt ihr euch in Blair Witch diesmal auch zur Wehr setzen. Das Ganze allerdings eher aus Gründen der Selbstverteidigung. Hauptberuflich seid ihr immer noch Beute. Weiter geht's mit Astral Chain. Als männliches oder weibliches Mitglied der Neuron Task Force habt ihr die Pflicht, Alien-Monster zu zerschroten, die in der Stadt ihr Unwesen treiben. Dafür habt ihr eine lebendige Waffe namens Legion im Gepäck. Mit der seid ihr über die namensgebende Astralkette verbunden und könnt feinste Combo-Feuerwerke abbrennen. Ganz wie man's von Platinum-Games-Spielen à la Vanquish oder Bayonetta gewohnt ist. So, und jetzt hol ich mir einen Kaffee. Ihr könnt mich mal. Der Text ist scheiße. Sarah! Sarah, kommst du mal kurz?
Und der August kann noch mehr. Ancestors, The Humankind Odyssey, der neueste Streich von Assassin's Creed-Erfinder Patrice Desilets, führt euch ins Afrika des Jahres 10 Millionen vor Christi. Ihr müsst einem Stamm unserer behaarten Vorfahren dabei helfen, eine ordentliche Evolution aufs Parkett zu legen. Wie das geht? Indem ihr erkundet, entwickelt, lernt, euch fortpflanzt und andere evolutionsfördernde Dinge tut. Außerdem erscheint noch Metal Wolf Chaos XD? Das Remaster des gleichnamigen Xbox-Titels, in dem ihr als Präsident der USA in einem Mech euer Land verteidigt. Freunde gepflegter Retro-Ballereien dürfen dagegen an Iron Fury ihre Freude haben. Auf Basis der uralten Build-Engine von 1996 wird hier in feinster Duke Nukem-Manier die Flinte ausgepackt. Ach ja, und dann steht endlich, nach einer langen Early-Access-Phase, der Release des Koop-Shooters Hunt Showdown an. Die finale Version bringt unter anderem legendäre Skins und Jäger, sogenannte Prestige-Belohnungen und ein neues Fortschrittssystem für Waffen mit sich. Okay, was ein krampfiger Text. Markus, kannst du mal weitermachen, bitte? Okay. Weiter geht's mit Man of Medan. Aufmerksamen Game-2-Zuschauern dürfte der Eventbericht von Sebastian nicht entgangen sein. Das Anspielen des ersten Teils der als Serie angelegten The Dark Pictures-Reihe hinterließ ihn mit eher gemischten Gefühlen. Mal schauen, ob das fertige Spiel was taugt. Das JRPG Oninaki hat Sebastian sich übrigens ebenfalls angeschaut. Mehr dazu in der nächsten Game-2-Folge. Das ist falsch. Das ist gestrichen aus der Game-2-Folge. Okay. Dass es einen Nachfolger für Zelda Breath of the Wild geben wird, wissen wir seit der E3. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, scheint Pine ein geeigneter Kandidat zu sein. In dem Singleplayer-Adventure befindet sich das Ökosystem der Open World im ständigen Wandel. Ich glaube, das auch Open World gesetzt müssen. In dem Singleplayer-Adventure befindet sich das Ökosystem der Open World im stetigen Wandel. Spezies können theoretisch aussterben oder die Nahrungskette hinaufklettern. Gegner lernen aus eurem Kampfverhalten und passen sich an. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und als letzter Punkt auf unserer Vorschauliste taucht dann paradoxerweise noch ein sehr alter Bekannter auf. WoW Classic. Ob es den Fans wirklich das alte WoW-Gefühl zurückbringen kann oder eher Kratzer ins Denkmal macht, erfahrt ihr ab dem 27.08. So, das war die Spielevorschau. Sieht doch alles ganz lecker aus. Tschüss, euer Markus. So, nächste Woche ist aber Ingo wieder da, oder? Hallo? Ingo? Ey krass, WoW Classic kommt jetzt ja schon im August. Habe ich echt lange drauf gewartet und jetzt frage ich mich, ob ich im August überhaupt Zeit dafür habe. Aber ihr habt hoffentlich noch Zeit dafür, ein Abo dazulassen, die Glocke zu drücken, ein Like, würde mich auch freuen, oder eins dieser Videos hier zu gucken.